Victor Mateka, Erinnerung an die österreichischen Spanienkämpfer im KZ Dachau. 1941 wurden in kleineren und größeren Gruppen etwa 450 österreichische Spanienkämpfer in das KZ Dachau eingeliefert. Die größte Gruppe in der Stärke von 300 Mann kam am 1. Mai 1941. Ich erinnere mich noch gut an die Halbverhungerten, in alten Hosen und Jacken gekleideten Gestalten, deren soldatisches Auftreten bei den Schutzhäftlingen großes Aufsehen, aber auch Besorgnis erregte. Diese Spanienkämpfer waren schon lange unsere Freunde. Sie hatten an einer ausländischen Front gegen den europäischen Faschismus gekämpft und freiwillig Opfer gebracht. Wir versuchten uns einigermaßen vorzustellen, was sie bisher alles geleistet hatten. Ich befand mich zu dieser Zeit schon mehr als 3 Jahre im Lager. Gewöhnt an die von Terror, brutaler Gewalt und von Hunger geprägten Häftlingsmassen, die das Lager bevölkerten, stieg in uns der Gedanke auf, diese Spanienkämpfer würden nicht lange am Leben bleiben, trotz ihrer auch nach außen hin solidarischen Geschlossenheit und ihren Kampfwillen, der aus ihren Gesichtern sprach. Ihr zackiger Aufmarsch vom Lagerbad und der Lagereinkleidung weg über den Appellplatz in die breite Lagerstraße musste auffallen. Zu beiden Seiten der Marschierenden standen die bereits eingesessenen Häftlinge im Spalier. Manche winkten den Neuzugängern sogar zu und riefen Namen von Bekannten. Nun gilt allgemein für die damalige Situation und Zeit. In Dachau, wie in allen Konzentrationslagern, hing das Leben wesentlich davon ab, nur ja nicht aufzufallen, was sowohl für den Einzelnen wie auch für die Gruppe galt. Dass die Spanienkämpfer von den bewusst politischen Häftlingen mit Begeisterung und Sympathie begrüßt wurden, versteht sich von selbst. Sie hatten unter schwierigsten Umständen mit der Waffe gegen die Faschisten gekämpft. Sie verfügten über Erfahrungen, die wir im Lager nicht hatten. Ihre politische und moralische Integrität stand für uns außer jedem Zweifel. Sie mussten, wie es in den Konzentrationslagern aus Gründen der Selbsterhaltung notwendig war, nicht erst im Hinblick auf Antifaschismus überprüft werden. Es bestand daher eine der ersten Aufgaben darin, für sie relativ gute Arbeitskommandos zu finden, in denen ein körperlicher Verfall zumindest gebremst werden konnte. 1942 und ganz intensiv 1943 entdeckte die SS die KZ-Häftlinge als Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie. Das hat auch dazu beigetragen, dass zur Hebung der Arbeitsmoral den Häftlingen eine Art Unterhaltungsbetrieb konzipiert wurde, der sich auf verschiedenen Gebieten auswirkte. Auch hier haben viele Spanienkämpfer ihren Mann gestellt. Ich greife ein Beispiel heraus. Der vor dem Spanienkampf arbeitslose Volksschullehrer Bruno Furch entfaltete sein schauspielerisches Talent. In unseren Theateraufführungen arbeiteten nicht wenig Spanienkämpfer mit, und zwar in verschiedenen Funktionen. In Johann Nestreus' Lumbazi Vagabundus hat Furch das Couplet »Die Mönch steht auf Kanfrem erlang« gesungen und so überzeugend dargestellt, dass es darüber, welche Welt gemeint war, kein Zweifel bestand. Die in der ersten Reihe sitzenden SS-Leute applaudierten aus einem anderen Grund als die in Begeisterung tobenden Häftlinge. Das war so bei den sogenannten Voraufführungen bis hin zur Generalprobe. Die Premiere wurde freilich im letzten Moment verboten und die Spieler wanderten in den Spezialarrest. Spät war der Groschen bei der Lagerleitung gefallen. Himmel ohne Gnaden, sang der Frost und Sonne.
Bye.